Dies und Des lebten in einem sehr alten Haus. Die Schule war für eine Weile geschlossen und sie sollten daheim bleiben. Nach ein paar Tagen wurde ihnen ein wenig langweilig und sie beschlossen, das große Haus, in dem sie lebten, zu erkunden. Ganz oben fanden sie eine Türe, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Sie war nicht verschlossen. So traten sie ein. Bei jedem Schritt erklang ein höherer Ton. Es war eine richtige Töneleiter. Oben angelangt, befanden sie sich in einem Dachboden. Alles war in ein nächtliches Blau getaucht. So verträumt schimmerten alle Gegenstände. Eine wunderschöne Musik wurde irgendwoher zu ihnen getragen. Sie lauschten den Klängen ein wenig. Es war eine Melancholie in der Luft, die wunderschön war, zauberhaft. Am Ende des Raums entdeckten sie einen großen geöffneten Flügel. Aus diesem Instrument kam die wundersame Musik. Doch keiner spielte auf der Tastatur. Es war, als wären unsichtbare Hände am Werk. Stell dir vor, Dis, meinte Des. Die Tasten wären so riesig, dass wir darauf tanzen könnten, so wie die unsichtbaren Finger. Traten dem Flügel näher und entdeckten auf dem Notenständer ein Notenbuch. Auf dem Deckblatt waren zwei Noten zu sehen. An der Wand hingen Bilder. Dis sah sich das Porträt eines Mannes eine Weile an. Er schaut so lieb und doch so traurig, so wie die Musik. Vielleicht hat er sie ja erfunden, die Musik. Und das Haus auf dem anderen Bild? In diesem Haus wurde der Komponist aus Polen geboren. Wer ist dieser Komponist?